Aha, da. Wie? Wo was? Aha, hier ist auch was. Ah, die fließt da ab. Ah, Moment mal. Die fließt ab. Okay, dann haben wir das ja schon praktisch erledigt hier. So, dann kommt die Erde wieder weg hier. Ah, da ist noch Lava. Moment! Da oben kam die her. So, da läuft die auch weg und ist weg. Da läuft die jetzt da noch ganz runter? Tatsächlich, die läuft jetzt noch ganz runter. Ja, okay, gut. Hier ist sie gleich wieder weg. Und was ist jetzt hier? Okay, da kam die Lava her. Boah, das ist irgendwo ein Creeper, war das wohl? So, und die läuft jetzt da runter, aber es fließt ja nichts mehr nach. Und deswegen läuft die jetzt da runter wie so eine Schnecke, wie so eine Raupe und verschwindet aber dann doch. Okay, gut. So, was haben wir jetzt da? Wieso ist da ein Loch? Weiß ich nicht. Dann lassen wir das eben erst nochmal. Kann ich jetzt nicht ändern, weil ich keinen Stein mit habe. So, hier ist noch Wasser. Das will ich auch zum Versiegen bringen. Ja, und die Lava da hinten. Doch, auch. Ja, komm, die bringen wir auch zum Versiegen. Da steht schon eine Fackel da. So, wie komme ich jetzt da am besten hoch? Ah, ich sehe dich, Creeper. Ich habe nicht mehr viel Erde. Ich muss irgendwie nach da vorne. Ich kann mich erstmal um das Wasser kümmern. So, erstmal so. Das nimmt jetzt doch wieder ein bisschen mehr Zeit in Anspruch als gedacht, aber macht nichts, ist halt so. Kann ich... Nee, kann ich leider nicht. Okay, wie komme ich da rüber? Ah, zum Glück bin ich nicht weit geflogen. Ich dachte mir... Nein. Nicht in die Lava. Hey Leute, jetzt mal langsam hier, ja? Ich hab hier was zu tun. Ich muss mich hier konzentrieren. So, ich will hier nicht abgetrieben werden, hier vom Wasser. Aber ich kann mal da hinten hingehen. So, ah, guck mal hier. Da kommt das Wasser her. Sehr gut. Dann kann ich also hier hoch. Wenn das noch reicht hier mit der Erde. Oh, gerade mal so. Ach so, es geht jetzt auch höher. Okay. ja, ne? Nee, jetzt kommt es auch von da. Aber ich glaube, ich habe den Ursprung gefunden. Moment, jetzt das Inventar aufmachen und... Nein. Ach, jetzt bin ich da unten. Okay, ich muss hier hoch. So, damit müsste es eigentlich jetzt klappen. Komm los, schneller. Ah, das muss ja noch höher. Okay, aber ich bin hier. Ich bin wieder an der Luft. Oh, da fließt Wasser ab, oder? Ja, da fließt Wasser ab. Okay, gut. Ich glaube... Ach, das wäre geschafft. Okay, das Wasser fließt ab. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir hier noch Lava. Da sollte ich eigentlich hier hochkommen. Ja, da kommt die Lava her. Zack. Bruchstein rein. Was haben wir da vorne? Irgendwas? Na egal. So, damit sollte auch diese Lava hier abfließen. Ich will mal schauen, ob ich... Na komm. Ah, wir haben mal so eine klassische alte Höhlentour. Das wollte ich eigentlich auch schon lange mal wieder machen. Dass es jetzt auf diese Weise geschieht. Na gut, das war unvorhergesehen, aber es ist egal. Da fließt aber jetzt immer noch Lava. Warten wir doch mal ein bisschen, bis die abgeflossen ist.
So, das Ende schon in Sicht? Nein, noch nicht. Aber das wird auch noch eine Weile dauern. Oder fließt das doch nicht? Doch, 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 da. Ja, da kommt das Ende. Okay, gut. Ja, dann kann ich aber eigentlich ganz nach unten jetzt. Wie sieht's aus? Kann ich da raus? Ja, da kann ich einfach runterspringen. So. Gut, das wird jetzt auch hinter der... Ah, wieder ein Zombie. Hinter der Steinwand abfließen. Das heißt, ja, erstmal was essen. Ich kann jetzt mal den Zauberstab benutzen. Für die Rückwand. Erstmal hier unten. Zack. So. Und jetzt müssen wir wieder nach vorne laufen. Die Leiter hochkrabbeln. Und dann wird sich das hier alles in Stein verwandeln. Ja, dann haben wir da einen schönen Abschluss. Wir müssen dann natürlich noch ein bisschen weiter buddeln dann, aber das kommt alles nachher noch. Wir müssen uns dann gleich noch um diese Lava kümmern. Oder ein Werwolf, der nicht verwandelt ist. So, der hat es hinter sich. Da haben wir noch zwei Gespenster. Ja, los, kommt her. Das erwischt mich. Die Gespenster, die haben eine größere Reichweite. So, du auch? Komm jetzt her da. Ich will jetzt nicht da oben auf der Leiter. Hallo. So, hat mich natürlich auch noch erwischt. Aber diesmal war ich ein bisschen schneller. So, also jetzt hier hoch da. Ja, die Decke ist auch noch. Ja, gut, jetzt haben wir erstmal die Rückwand und die zwei Seitenwände und jetzt diese Wand hier. So, der ja, zack. Ja, der ist weggegangen hier oben. Die Leiter lasse ich nochmal da. So, wir müssen uns jetzt erstmal... Ah ja, wir brauchen ein bisschen Erde. So, weil ich ja mich jetzt um diese Lava da kümmern will. Ja, guck mal hier, was das für eine schöne, glatte Rückwand ist. Da vorne das Lichtartefakt ist da immer noch. Oder vielmehr Schattenartefakt. Ja gut, die Decke ist aber auch noch zu machen. Jetzt aber erstmal... was ist das denn hier? Ach, das sehe ich von... Das ist von der Decke aus einsehbar irgendwie. Ja, egal. So, wir brauchen jetzt mal Erde. Da ist aber keine. Dann ab ins Lager. Und Erde holen. Ist jetzt am einfachsten. So, ein Dingsbums genügt hier. Du kannst weg. Da habe ich noch allerlei Gerümpel jetzt im Inventar. Schmeiß ich mal raus. Will ich jetzt hier nicht haben. Das... Da habe ich ja doch Erde. Na gut. Und auch das da. So, okay. Leitern. Ja, belassen wir mal so. So, zurück. Wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, genau hier. Die Kollegen hier. Die Lava. Machen wir erstmal das hier. Da müsste jetzt im Boden auch eigentlich noch ein Loch drin sein. Ja, okay, das müssen wir dann eben zumachen. Jetzt erstmal... Wo machen wir das denn? Hier direkt davor oder daneben... Ich würde sagen, daneben. Ne, ein bisschen nach vorne, so genau. Womit ich die Lavaquelle jetzt verschließe, ist ja eigentlich egal. Kann ich ja ruhig mit Erde machen. So, war das aber wirklich schon alles? Boah, das sieht so aus. Ja, okay, gut. Wunderbar. Dann werden wir... uns wieder nach unten bauen. Und schneller sein als die Lava. So, nein! Oh, was mache ich denn wieder? Ich weiß, ich glaube, da muss Minecraft schuld sein. Ich würde doch niemals freiwillig in die Lava laufen. Ja, jetzt hallo, hör auf zu brennen. Hallo? So, okay. Da muss ich jetzt ein bisschen warten. Bis ich wieder volles Leben habe. Denn wenn ich da jetzt rein gerate, dann gute Nacht. Ach ja, hier. Nee, da ist noch nicht. Das scheint auch nur ein Loch zu sein, wo die Lava rauskommt. Warum die da so eine große Wand bildet, weiß ich auch nicht. Alles sogar noch hier. Naja, gut, wir versuchen es mal.
Mit dem einen Ende. Ach, guck mal, hier, da ist, das sind die beiden Dinger hier. Ja, okay. Die beiden Treppen. Dann können wir da mal einen doch reinhauen. So, da haben wir den einen Treppenzugang und hier müsste der andere sein. Aber ist... Ist aber nicht. Hä? Warum nicht? Da habe ich doch die... Die Dings hin. Hm. Moment mal, ich muss mich da eben umsehen. Das will ich jetzt wissen. Ich komme jetzt von der anderen Seite mal an. War das das hier? Nee. Geht das hier noch nach unten? Oh ja, hier geht's nach unten. Hier muss das sein. Ja, genau. Hier stehen wir vor der Wand. Aber wo ist denn jetzt die Erde? Ach, da. Ach, stimmt. Ja, das war ja ein bisschen weiter oben. Richtig. Ja, 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 genau. Ja, okay, gut. Ja, gut. Dann haben wir das hier. Dann kümmern wir uns darum. Und zwar will ich gerne mal von der Seite aus dann... Das ist mal... Ja, doch, 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 hier. Machen wir mal so. Mal schauen, wo das hinführt. Gleich noch was essen, wenn ich oben angekommen bin, damit ich da volle Energie habe. Oh, das geht dann noch höher, okay. Dann machen wir mal die Spinnwebe weg. Zack, so, und... Aha, okay. Das hat eventuell schon genügt. Ja, hier kommt nichts mehr nach. Okay, gut. Dann haben wir diese Lava auch beseitigt. Fließt jetzt eben noch ab. Fließt die aber auch wirklich ab hier? Ja, doch. Dann schauen wir uns gleich mal das andere an. Hier, ob da jetzt wirklich ein Loch im Boden ist. Ja, doch, ich glaube, da sehe ich was. Auf der Minikarte. Ja, hier. Hm. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir das Loch gleich stopfen können. Wir sollten ja so Glattstein da haben. Hier drin, genau. Ja, da machen wir mal so. So, dann haben wir das Loch auch zu. Da hinten war ja auch noch ein Loch. Ich erinnere mich. Ganz da hinten. Wie sieht's hier aus? Das sieht erstmal gut aus. Das kann ich jetzt auch mal so zumachen. Die Erde kann weg. Ja, dann müssen wir dann eben sehen, was wir da machen. Was haben wir denn da? Das kommt sowieso weg. Okay, das kommt sowieso weg. Kann also erst nochmal bleiben. Ah, schöne glatte Wand hier. Ja, aber dahinter sieht es natürlich noch aus. Aber das macht ja nichts. So, hier war doch noch irgendwo was. Das kann erstmal bleiben. Wo war denn das Loch? War doch hier irgendwo da vorne? Ah, da, genau. So. Und ich muss schon wieder was essen hier. Ja, rumgesprengen, das macht hungrig. So, da vorne fließt die Lava auch ab. Und jetzt, glaube ich, kommen wir dann wohl zum schwierigsten Teil, nämlich die Decke. Die Rückwand, achso, ja, die haben wir ja. Boah, das sieht alles gut aus. Es ist nur so ein Lichtschatten-Artefakt. Aber die Decke. Ja, da haben wir hier mal eine. Und da hinten ist ja schon eine Leiter. Das heißt, wir müssen dann da vorne noch eine Leiter hinbauen. Okay, gut. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Ach ja, genau, Fackeln. Wenn die Lava weg ist, wäre es ja nicht verkehrt, hier noch eine Fackel zu haben. Und es sollte eigentlich auch jetzt möglich sein, da noch die Teppiche hinzulegen. Ah ja. So, das wäre erledigt. Da waren auch noch Teppiche, die abgebrannt waren. Naja gut, die finden wir dann schon irgendwann wieder. Okay. Na, da hinten, dann heißt das, wir müssen uns da umsehen. Da kann ich mich... eigentlich auch mit Erde hochbauen. Dann brauche ich keine Leiter. Ich muss ja hoch auf jeden Fall. An beiden Enden.
Darf nur nicht diesen Rand hier kaputt machen. Das wäre ärgerlich, aber das entscheidet sich jetzt hier. Wenn ich hier die richtige Stelle antippe, dann ist das kein Problem. So, die Erde auswählen. Dann kann ich ruhig unter dem Rand hier... Moment. Muss ja auch drauf hier. Zur Sicherheit auch gleich nochmal eine Fackel setzen. So, hier, genau, da muss ich antippen. Hier, zack, angetippt. Und jetzt geht mir dann die Schaufel noch kaputt. Na, noch hält sie. Ja, die hält noch ein bisschen was aus. So, und das hier. Wieder mal gerne in die andere Richtung.